Hallo liebe Fußballfreunde, ja, Borussia Dortmund im Heimspiel zu Hause gegen VfL Bochum 4:2 gewonnen. Man muss schon sagen, im Endeffekt, klar, ein hartes Stück Arbeit für den BVB, aber dann im Endeffekt über zwei Hälften ein verdienter Sieg auch in der Höhe mit dem 4:2. Ja, aktuell steht damit Borussia Dortmund wieder auf Platz 2 der Bundesliga, jetzt dann mit 10 Punkten. Klar, jetzt muss man auch abwarten, wie die anderen Vereine heute bzw. morgen spielen. Und dann sieht man, wo Borussia Dortmund nach dem fünften Spieltag dann wirklich steht. Aber aktuell auf einen zweiten Platz. Ja, wie gesagt, das war jetzt der dritte Sieg in der Bundesliga für Borussia Dortmund. War ein Stück harte Arbeit, gerade in der ersten Hälfte. Aber in der zweiten Hälfte war die Offensive von Borussia Dortmund wieder sehr effektiv und dann auch 4:2 verdient. Auch in der Höhe gegen VfL Bochum zu Hause gewonnen. Ja, wie war die Startelf von Nuri Sahin? Gerade nach der 5:1 Niederlage auswärts letzte Woche beim VfB Stuttgart hieß es ja auch sehr viel drumherum. Nuri Sahin würde falsch aufstellen. Wie sieht seine Startelf gegen Bochum aus? Man muss sagen, es ist das siebte Spiel DFB-Pokal, Bundesliga und Champions League. Siebte Spiel insgesamt und die siebte geänderte Startelf von Nuri Sahin. Also bis jetzt hat Nuri Sahin noch nicht so seine richtige Startelf für Borussia Dortmund gefunden. Jetzt dann halt im Heimspiel gegen Bochum auch wieder drei Veränderungen. Anstatt Süle, ein Mensch ja beide auf der Bank. Sabitzer gut viel jetzt dann verletzt aus. Drei Startspieler neu in der Startelf. Jan Couto, Rechtsverteidiger, Emre Can wieder drinne und auch Gittens von Anfang an dabei zu Hause gegen den VfL Bochum. Ja, und dann sehen wir auch hier dann gerade rechts, hat natürlich auch Nuri Sahin gerade in der zweiten Hälfte Spieler eingewechselt für neue Frische in der Offensive. Der BVB hatte zwei schon sehr gute Möglichkeiten in den ersten 15 Minuten, einmal durch Adeyemi und Brandt, konnte daraus aber dann noch nichts machen. Ja, und der VfL Bochum, zwei Torchancen in den ersten 21 Minuten und daraus zwei Tore erzielt. Einmal Bero in der 16. Minute und dann in der 21. Minute De Witt zum 2:0, zum schnellen 2:0 für die Bochumer in der ersten Hälfte. Da war natürlich, es wäre jede andere Mannschaft auch wie der BVB dann, erstmal durcheinander, gerade in der Abwehr. Und dann auch noch in der 33. Minute nochmal eine dicke Chance für die Bochumer zum 3:0. Konnten sie nicht verwerten, aber 3:0 wäre dann schon sehr schwer gewesen für Borussia Dortmund, denke ich mal, das in der Verfassung aufzuholen. Aber glücklicherweise hatte dann Girassi in der 44. Minute Flanke von Brandt am Bergkopfball. Girassi zum 1:2 Anschlusstreffer vor der ersten Halbzeit. Das war natürlich sehr wichtig, dieser Anschlusstreffer von Girassi, gerade für den BVB, für die zweite Hälfte. Ja, und dann nach der Pause hatte BVB von Anfang an das Spiel im Griff, muss man sagen. Dann auch in der 61. Minute relativ schnell der Ausgleich von Kapitän Emre Can per Elfmeter zum 2:2. Das war dann auch schon verdient für den BVB. Ja, und dann in der 75. Minute das 3:2 Führung durch Girassi nach einer schönen Vorarbeit von Adeyemi. Also auch Adeyemi wieder sehr effektiv in der Offensive von Borussia Dortmund. Da ging dann der BVB, wie gesagt, 3:2 in Führung. Und dann der Endstand 4:2 durch den eingewechselten Emencha in der 81. Minute zum 4:2 verdient für Borussia Dortmund. Natürlich muss man sagen, gerade in der ersten Hälfte hatte der BVB wieder so seine Schwäche in der Abwehr. Daher auch die zweistelligen Tore von dem Bochumern in der Offensive, gerade in der zweiten Hälfte, war natürlich dann Dortmund wieder sehr, sehr stark. Und dank eines Girassis auch konnte man das Spiel dann zu Hause gegen Bochum gewinnen. Auch die eingewechselten Spieler aber, zum Beispiel Duran Vill, auch sehr gut gespielt in der zweiten Hälfte. Emencha, wie gesagt, das Tor erzielt. Bayer, ja, ging auch schon. Natürlich müsste dann Bayer auch mal von Anfang an spielen in der Startelf vom BVB, dass er auch in das Team reinkommt. Bin ich mal gespannt, ob Nuri Sahin eventuell jetzt dann in der Champions League zu Hause gegen Celtic auch vielleicht mal Bayer von Anfang an die Möglichkeit geben könnte. Wäre natürlich wichtig,
auch für einen Spieler wie Bayer, dass er in das Team hineinkommt. Und auch, man muss sagen, eine sehr gute Quote von Guirassy in 4 Spielen Bundesliga, Champions League, 4 Tore für den BVB. Also wird jetzt schon ein sehr wichtiger Spieler für Borussia Dortmund für die Saison. Schauen wir uns auch mal Spieldaten an von Dortmund gegen Bochum. Man sieht schon, Borussia Dortmund beim Endeffekt in allen Belangen überlegen über den VfL Bochum. 23 Torschüsse zu 10, Passquote 88%, Zweikämpfe waren natürlich sehr viele, es war ein zweikampfstarkes Spiel, das war aber auch vorher schon zu sehen, natürlich im Ruhrderby, dass es da richtige Zweikämpfe gibt. 109 Zweikämpfe für beide Teams, 50% konnten beide Teams auch für sich jeweils gewinnen, also es war auch schon ein sehr starkes Kampfspiel und gerade in den ersten 30 Minuten waren halt ja die Bochumer im Zweikampf stärker und wollten unbedingt das Tor erzielen, was man geschafft hat, aber dann im Endeffekt doch verloren hat bei Borussia Dortmund und auch Ecken, 11:0 Ecken für den BVB. Ja, schauen wir uns nochmal die Tabelle an, wie gesagt, Borussia Dortmund jetzt wieder Zweiter, ist schon mal gar nicht schlecht. Klar, die Spiele waren alle bis jetzt nicht überragend von Borussia Dortmund, nicht in der Bundesliga, auch nicht in der Champions League. Man hat die meisten gewonnen, wie hier dann 3 Stück, wie gesagt, in der Bundesliga, auch in der Champions League, aber noch keines Spiel souverän von der ersten bis zur 90. Minute, aber ist natürlich auch hin und wieder schwer. Ein neuer Trainer natürlich, jung dabei, aber auch einige Transfers getätigt, auch neue Spieler deswegen. Das muss auch erstmal sich alles zusammenfinden, Trainer und die Mannschaft, wie dann bei Borussia Dortmund. Natürlich jetzt am Dienstag das Heimspiel in der Champions League, Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow aus Schottland. Das wird natürlich auch wieder ein Kampfspiel. Klar, Celtic Glasgow kein Top-Verein in Europa, aber ein Kämpferteam, natürlich auch schon was Tore schießen kann. Deswegen muss der BVB zu Hause dann schon noch konzentrierter auch anfangen, als wie gegen den VfL Bochum, weil jede Niederlage oder jeder Punktverlust, gerade in der neuen Champions League, kann zum Schluss schlechten Ausgang bewirken. Da sollte man versuchen, jedes Spiel in der Champions League zu gewinnen und natürlich dann am 6. Spieltag auswärts bei Union Berlin. Da muss der BVB auch, ist auch wieder ein Kampfspiel, gerade bei Union. Union derzeit auf Platz 7 in der Bundesliga, spielt ja jetzt am 5. Spieltag auswärts bei Borussia Mönchengladbach, aber Union Berlin auch sehr gut gestartet. Also das wird auch kein einfaches Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Union Berlin. Ja, was sind deine Fußballtipps? Einmal für die Champions League, BVB zu Hause gegen Celtic Glasgow. Und was tippst du, sage ich jetzt schon mal, für den 6. Bundesligaspieltag für Union Berlin gegen Borussia Dortmund? Schreib deine Tipps in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like fürs Video und für ein Abo für Werners Fußballecke. Also dann viel Spaß und Daumen drücken für Dienstag. Schöne Grüße nach Essen zu André. Wir sehen uns. Tschüss.